Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapist. Im letzten Part haben wir den besten Tag, den besten Tag gehabt, den man überhaupt haben kann. Und dann hast du uns das Spiel und alles ist weg gewesen. Ja. Was ist denn? Feuerzeug oder Pfeilen? Feuerzeug, genau. Ich nehme Pfeile. Die waren 31, ne? Ja. Okay, dafür habe ich jetzt keine Kohle. Ich habe aber noch Quests, meine ich, ne? Nicht. Armbanduhr, Nagel, Pflegeset, Armbanduhr, Fächer und Entfernfächer von Mike. Mike hat die Zelle. Ja, okay. Und Fächer. Oh yeah, get it. So, wir brauchen noch einen Kamm. Also wir wollen so ausbrechen, wie ich es im letzten Part geplant hatte, mit den zwei Fake-Schlüsseln. Also mit dem Zellenschlüssel, mit dem Eingangsschlüssel, mit der Wärteruniform und mit dem Bolzenschneider. So wollen wir ausbrechen. So, dafür brauche ich halt noch ein bisschen Zeug, weil sonst ist... So, das voll... Die Preise wurden billiger, oh mein Gott, geil. So, das heißt, ein flüssiges Plastik ist schon mit... Zwei flüssige Plastiks, okay. Plastiks, okay. Das heißt, ich brauche noch zweimal Talkumpulver und noch eine Feile. Dann habe ich die Kills und dann muss ich nur noch die Schlüssel haben. Ja, an diese Uniform, da komme ich ja schnell dran. Außerdem, wenn ich einen Wärter verkloppt, dann nehme ich auch die Uniform. Das ist mir egal. Gestern sind meine Sachen verschwunden. Hat hier noch jemand eine Quest? Nein. Okay, Armbanduhr, Buch, Nagelpflegeset, Armbanduhr. Armbanduhr, Buch, Nagelpflegeset. Schade, dass man nicht bei denen so ins Inventar reingucken kann. Das wäre nämlich eigentlich voll cool, weil dann könnte man sehen, was die dabei haben. Und man könnte die einfacher beklauen, anstatt einfach random drauf zu hauen, gezielt Leute zu verkloppen. Das wäre viel interessanter. So, Freizeit. Das heißt, ich kann jetzt eh tun, was ich will. Mal gucken, vielleicht hat der was. Ich brauche auch eine neue Waffe, ne? Also... So ist es jetzt nicht, die ist ja auch wieder weg. Der gute alte Sarazar. Glaube für Sarazar. Glaube für Sarazar. Eine Armbanduhr, die erste haben wir dann direkt schon mal. Das ist doch gut. So, bei wem kriege ich mehr für die Armbanduhr? Bei Daniel oder bei Unge? Bei Unge. Das heißt, ich bringe jetzt Unge eine Armbanduhr. Nein. Der gute alte Unge, da ist er ja. So, geben. Perfekt. Ja, merkt man halt, YouTube-Money kriegt man direkt mehr raus. Das ist... Es ist kein Gerücht, ja. Das stimmt definitiv. YouTube-Money und so. Meist verdiente Leute der Welt. Auf jeden Fall, ja klar. Nee, was habe ich denn so Quatsch jetzt so? Buch, Nagelpflegeset und Armbanduhr. Buch, woher kriegt man das hier? Wahrscheinlich aus irgendeiner Zelle. Nagelpflegeset auch. Eine Armbanduhr durch Verkloppen. So kriegt man Dinge. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so lohnt, eine Waffe zu machen. Ich meine, ich habe 35 Dingens, ne? Also. Nö, lohnt sich nicht. Also den zu beklauen jetzt. Ah, ich wollte ihn jetzt gerade kloppen, aber. Lol. Den juckt das einfach gar nicht. Nee, Sarah, hatten wir eben schon mal auf der Glocke. Den haben wir schon verhauen. So, Mike, du bist heute dran, auf dem Klo verkloppt zu werden. Hat der eine Waffe? Ach so, ich kann das nicht gucken, nachgucken im Kampf. Das wäre irgendwie... Der hat eine Waffe, perfekt. Eine Kammklinge. Ist zwar eine Scheißwaffe, aber es ist eine Waffe. Ich habe nur noch 4 Leben, oh mein Gott. Das heißt, ich muss jetzt gewaltig aufpassen, wen ich schlage und wen nicht. Kann ich gut verstehen. Kann ich durch Essen... Nein, oder? Aber es regeneriert sich. Ob das jetzt wegen dem Essen ist, ich weiß es nicht. Das regeneriert sich sogar sehr gut. Krass. So. Oh mein Gott. Sind die Verkäufe immer noch dieselben wie beim letzten Mal mit... Oh mein. Ich glaube... Okay. Ich habe jetzt voll lang gebraucht, um zu realisieren, was das für eine Quest ist. Letzten Endes soll ich Mike verkloppen, mehr nicht.
Und ich brauche übrigens noch eine Bettpuppe. Die darf ich ganz und gar nicht vergessen. Dafür brauche ich's. Die Erfahrung hatten wir ja schon mal. Wir brauchen. Da waren wir jetzt zu blöd für eine Bettpuppe. Ich vergaß. So sind wir jetzt 100% hier wieder. Ja, wir sind immer zu blöd für eine Bettpuppe. Egal, ich muss jetzt arbeiten. Dann kann ich mir sowas eh nicht erlauben. Ich muss aber auch eine Wärteruniform mitgehen lassen. Das ist. Ja gut, die kann ich ja ganz einfach nehmen. Das ist ja gar kein Problem, die mitzunehmen. Also, so ist es jetzt nicht. Ich frage mich, warum ist eine schmutzige Wärteruniform illegal? Ich meine, die ist schmutzig. Kann man die eh nicht anziehen, oder? Oder kann man doch schmutzige Sachen anziehen? Oder wäre das zu auffällig für das Spiel? Ach, da sind 5 und 6 Superler. Also, ich weiß nicht, inwiefern das auffällig wäre. Also, man kann die auf keinen Fall anziehen, das weiß ich. So, perfekt. Haben wir die Uniform mitgenommen direkt und ja. Also ich meine, jetzt die schmutzige Wärteruniform, die wasche ich aber auch nochmal, klar. Und ich bin jetzt eh so hohl und pack die in den Kasten mit rein. Okay, jetzt wo ich es gesagt habe, passiert das eh nicht. So, jetzt muss ich mich hier drin umziehen, die Uniform wechseln und mich wieder umziehen. Nicht nackt rumlaufen. So. Okay, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Nein, du sollst es da reintun. Gut, so. Nochmal nachgucken. Was haben wir da jetzt drin? Zweimal flüssiges Plastik ist sicher. Ein Kit ist auch sicher. Wir brauchen noch eine Pfeile. Ich könnte schon, auch wenn ich nur noch eine Pfeile bekommen würde, ausbrechen, theoretisch. Nur natürlich hat keiner eine Pfeile, ne? Das ist halt das Problem. Und dass die eine Pfeile rumtragen, ist eine ganz andere Sache. Das ist noch seltener, als wenn die kacken gehen. Ich soll Mike verkloppen, mein Sarazar, ne? Hab ich getan. Bitteschön. Hast du irgendwas Wertvolles bei dir, Mike? Nö. Officer, das ist nie geschehen. Boah, zum Glück schießen die Türme wegen sowas nicht auf mich, Alter. Das wäre ja so richtig krank. Hofgang, ich hab keinen Bock zu trainieren. Ich muss Mike ausrauben. Ne, nicht ausrauben, sondern. Du bist ein Bastard, du stinkst nach Salz. Keiner braucht dich hier, Mann. Du bist voll Kacke und stinkst nach Scheiße. Hat hier noch jemand was zu verticken? Nee, ne? Boah, sind die geizig. Ey, ich will laufen, ich will laufen. Meine Fresse, geh weg, Daniel. Keiner braucht dich. So, ich brauche halt wirklich jetzt die zweite Pfeile, damit ich hier locker rauskomme. Dann ist das geschafft eigentlich, der Knast. Wenn ich ja noch die Schlüssel kriege, aber die sollten eigentlich gar kein Problem sein. Weißt du, statt ich jetzt in die Zelle gehe, mir einen Officer suche, der den Schlüssel haben könnte? Nein, ich gaffe hier draußen rum. Und ich muss Intelligenz pumpen, ne? Ich muss so vieles tun, das ist zu schnell, das geht zu schnell für mich. Ich glaube, das mit dem Ausbruch verschiebt sich so um ein, zwei Parts. Ich weiß es nicht. Ich war ja wieder zu blöd für eine Bettpuppe. Die letzte haben wir verloren, sehr gut gekonnt. Halt die Fresse! Du bist ein Bastard. Ach komm, halt's Maul, ich habe keinen Bock zu trainieren. Ich bin stark genug. Bin ich eigentlich noch so stark, wie ich denke? Ach ja, 96, 69. Das geht ja voll. Auch halt dort die Fresse, mein Gott. So, das können wir machen. Das, das und das. Auch, zack. Abendessen, na gut. Damit kann ich leben. Ich mache mir zur Nöd mache ich zwei flüssiges Plastik. Freilich. Komm her, Officer. Offizier. Das ist eine ganz dumme Idee, bei 84% Officer zu verkloppen. Ne, du hast aber nur Kacke dabei, aber... Dinge gönne ich mir. Lege ich hier hin. Einerseits. Und andererseits tue ich jetzt das Plastik, das da und das da rein. Hier ist nochmal Talcumpulver, ich hab den... Okay, jetzt brauche ich nur noch eine verdammte Pfeile. Ich muss schnell zum Abendessen, bevor es vorbei ist. Schnell dahin. Achso, ich soll schneller machen und der soll nicht schneller machen, oder wie?
Juhu! Oh mein Gott! Ein Hoch auf Spielabstürze! Also, naja, nicht so wirklich, aber... So, hier, hast du dir verdient. So, ich belohne dich, wenn du mir das besorgst, ein Poster. Nope. So, jetzt muss ich mich ein bisschen dran halten. Weil... Obwohl, ich könnte mich rausstellen, die Werte... Und, obwohl, nee, die Türme, die sehen das ja. Fuck. Das brauche ich, das brauche ich. Die brauche ich. Dann brauche ich noch das. Und ich muss die nochmal hin, weil hier habe ich ja noch ein Kit und die beiden flüssigen Plastikdinger. Jawohl. Ich bin... Klebeband, oh mein Gott. Klebeband, Klebeband. Oh mein Gott, Klebeband. Was habe ich wohl für... Oh mein Gott, Klebeband. Jetzt hat niemand Klebeband, oder? Ach, fuck. Natürlich, Klebeband. Natürlich. Da war ja was. Oh mein Gott, daran denke ich doch nicht. Fuck you, Officer. Officer Manson. Mason. Ich habe gerade volles Inventar, das ist kacke. Ich benötige einen Schlüssel ganz kurz. Mason hat den Eingangsschlüssel. Mason hat den Eingangsschlüssel, merke. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich muss ein bisschen vor dem abhauen, dazu mache ich ein bisschen Musik mit mir selber. Sehr unterhaltsam, definitiv. Ich will erstmal einfach nur von dem weg, so. Denn jetzt ist gleich Abendappell. Und da ist das nicht geil, wenn ich nicht erscheine mit 73%, aber meine Zelle wird 100%ig durchsucht. Sind wir das nicht alle? Ja, wir sind alle unschuldig. Hast du recht. Habe ich noch irgendwas Illegales hier drin? Nein. Okay. Das heißt... Habe ich diesen einen Intelligenz jetzt trainiert? Nochmal zur Not. Jetzt habe ich ihn drin, okay. Was hast du nur so zu verticken? Nichts Besonderes. Ich habe ihn... nein. Ja. Der da! Oh. Oh. Ich werde nicht durchsucht, oh mein Gott. Ja, ihr alle habt gute Fortschritte gemacht. Ja, wissen wir. Wir stehen euch zu Diensten. Das juckt mich nicht. Nein... Irgendwie den an meinen Sachen hier kommen. Den verklaub ich gerne. Entferne Armband U von Dena. Gib Buch an Daniel. So, okay. Ja, komm, ist gut. Ich bitte aber nicht um eine Umarmung. Vergiss es. Oh mein Gott. Wir haben den Tag überstanden und wir sind mega scheiße gut dran. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Let's Play The Escapist. Unser Inventar ist mega geil voll. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder ist. Let's Play The Escapist. Und ja, haut rein und ciao, ciao.